So Leute, willkommen zurück hier zu Stranded Deep und dem Bau des höchsten Baugerüstes der Welt. Moment, ich muss gerade mal überlegen, wo wir jetzt dran waren. Ist schon irgendwie knapp eine Woche her, dass ich das hier das letzte Mal gespielt habe, denn die ganzen Folgen hatte ich jetzt im Voraus produziert. Holz brauchen wir. Lashings haben wir noch ein paar Stück. Ich schaue mal eben nach, ob die hier nachgewachsen sind. Dann können wir uns die nämlich direkt hier wiederholen. Sehr schön. So. Schwupp, schwupp. Dann, okay, die sind noch nicht nachgewachsen und die sind auch noch nicht nachgewachsen. Zwei Lashings haben wir jetzt aber schon mal mehr. Immerhin etwas. Okay, so, schwupp, schwupp. Und ich glaube, wir müssen dann wieder zurück zu der Insel dort drüben. Ich nehme mir das Dings hier, die Axt nehme ich mir mit. Haben wir Hunger oder so? Nö, alles optimal. Gut, dann werden wir jetzt mal uns auf den Weg machen. Hatte ich hier schon irgendwie so eine Fischfalle oder so? Oder war das in dem anderen Spielstand? Ich glaube, es war in dem anderen Spielstand. Wir machen uns jetzt aber erstmal auf den Weg zur Insel im... Welche Himmelsrichtung? Süden. Also geradewegs nach Süden und zurück wieder geradewegs nach Norden. Das sollte einfach zu merken sein. Und sehr gut, den... Oh, ey, das gibt's doch nicht. Das ist doch... Warum fliegt er dann immer aus diesem Scheißboot raus? So, jetzt bleiben wir hoffentlich drinne. Ich habe keinen Bock, da wieder rauszufliegen aus dem Drecksboot. Denn das, da kriege ich jedes Mal einen Herzkasper. Da kriege ich jedes Mal... Echt, da rutscht mir alles in die Hose. Ich habe da wirklich Schiss vor, hier im Wasser zu landen und irgendwie eine Konfrontation mit einem Hai zu haben. Denn das bedeutet für mich erstens eine mögliche Option eines Todes. Das heißt, dass wir dann wieder von neu anfangen müssen. Obwohl wir bisher sehr weit gekommen sind mit unserem Turm. Und, wobei, wenn ich sterbe, könnte ich theoretisch gesehen eigentlich das Spiel einfach neu laden. Und dann, von da an einfach weiterspielen. Aber ich, hab ja eigentlich gesagt, wenn ich tot bin, dann war's das. Dann wird neu angefangen. Ich weiß gar nicht, habe ich das gesagt oder habe ich das jetzt das erste Mal gesagt? Keine Ahnung. Ich würde es auf jeden Fall gerne so haben, dass wenn ich tot bin, das dann von neu angefangen wird. Weil, ich weiß nicht, das ist dann einfach so, dann hat man den Reiz zu überleben, da hat man dann viel mehr. Dann ist es, wow, 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 ich bin gerade wieder fast aus dem Boot rausgefallen, bin jetzt einfach mal ein bisschen nach vorne gerannt auf dem Boot. Und warum paddelt der jetzt nur einzeln wieder? Oder ist er zweimal am Paddeln hier? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder hier. Hat uns ein Hai verfolgt oder ist hier gar nichts? Sieht so aus, als ob hier gar nichts gerade in der Nähe ist. Keine Haie, kein sonst was. Falls dem so ist, würde ich gerne in die Richtung, war gerade eben eine Tauchstelle. Da werde ich mich jetzt mal langsam hinbegeben. Da vorne sieht man das nämlich. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Oder nicht? Ich muss mich aber erst einmal umschauen, ob jetzt hier irgendwo Haifische sind. Falls doch. Okay, es ist, glaube ich, nirgendwo ein Hai zu sehen. Ich sehe schon, komm, ich warte jetzt so lange hier, bis ein Hai endlich da ist und dann habe ich keinen Bock mehr ins Wasser zu gehen. Aber ich glaube, es ist gerade keiner hier. Zur Not schwimmen wir einfach ganz schnell zum Land. Ach kommt, wisst ihr was? Einfach ab dafür, los geht's. Ach, dann ist hier nochmal nur so ein Schein. Und das ist auch noch leer. Ich glaube es nicht. Was soll das denn? Jetzt habe ich gedacht, da ist irgend so ein großes Wrack oder so ein Scheiß, was sich lohnt zu erkunden. Aber nö. Das ist nur so eine blöde Kiste, die auch noch leer ist. Was soll das denn? So. Ist jetzt ein Hai da? Nö.
Gut, dann werde ich jetzt mich einfach mal auf den Weg da vorne hin machen, zu der zweiten Tauchstelle. Und hoffe, dass jetzt immer noch kein Hai da ist. Da sieht es schon besser aus. Da können wir nämlich ein größeres Boot erkennen. Und Haie sind immer noch nicht in der Nähe. Sehr schön. Dann springen wir da einfach mal rein. Toolbox. Da haben wir irgendwas gerade gefunden. Ich weiß nicht, was es ist. Was haben wir hier drin? Noch ein Motor. Jetzt muss ich aber mal an die Luft. So Geräusche macht der Kerl hier. So, nochmal ins feuchte Nass rein. Gibt es hier irgendwo noch was zum Öffnen? Oder sind hier wirklich nur diese zwei Dinger? Ich glaube, es sind wirklich nur die zwei Sachen. So, dann nochmal kurz an die Luft. Nochmal nach unten. Schauen, ob hier noch irgendwas ist. Nee. Wo ist denn hier dieser... Da war doch sonst auch immer so ein scheiß Dingsbums hier. Wie heißt das? So ein komischer, so ein Medizinbox-Ding war da doch. Oder nicht? Täusche ich mich da gerade etwa? Oder war das bei den anderen Booten? Ich weiß es nicht. So, was haben wir denn jetzt gefunden? Label-Marker. Now I can label things. Ist das dein Ernst? Ich kann jetzt, sag ich mal, dem Feuerzeug einen neuen Namen geben, oder was? Rename. Leiter nenne ich jetzt einfach mal... Hallo, Kopf. Okay. Jetzt heißt das Ding... Hallo, Kopf. Warum macht man so etwas in diesem Spiel? Was bringt mir das, irgendwelchen Items irgendwelche Namen zu geben? Was soll das? Das ist doch... Oh. Mir fehlen gerade wirklich die Worte dafür. Anstatt die uns mal irgendwas... Warum hüpfst du? Hallo Kopf. Bleib da liegen. Nein, Hallo Kopf, du sollst nicht hüpfen. Warum fliegst du? Hallo. Was? Hallo Kopf lebt? Ich habe Hallo Kopf einen neuen Namen gegeben und er lebt. Okay, jetzt ist er tot. Warum? Egal. So, das Scheißding lasse ich auch hier. Engine brauchen wir auch nicht. Gut. Hat sich super gelohnt, finde ich. Sehr gut gewesen. Haben sehr viele nützliche Sachen gefunden. Drecks Kokosnüsse hier nehme ich auch mal mit. Haben wir ja so wenig von. Die Yucca-Palme ist auch noch nicht nachgewachsen. Und jetzt werde ich hier immer den Baum fällen. Und, genau, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge oder in der Folge davor gesagt habe oder so. Ich wollte ja eigentlich... diesen SD-Tweaks-Mod installiert haben. Aber den gibt es leider noch nicht für die aktuelle Version des Spiels. Deswegen, da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten, bis sie das irgendwie aktualisieren oder so. Damit wir endlich wieder einen Haufen Zeug mitnehmen können. Finde ich sehr schade. Deswegen, wir müssen jetzt wieder ganz, ganz oft hier hin und her paddeln. Damit wir das Holz endlich mal auf die andere Seite kriegen. So. Jetzt nehme ich hier mal alles auf. So, passt perfekt. Die vier Kokosnüsse nehme ich auch mit. Und dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg wieder zurück. Moment. Bevor ich mich auf den Weg mache, gucke ich mal, zu welcher Insel ich hin muss. Ich muss zu der da. Ich wäre jetzt auch nach Gefühl zu der Insel geschwommen, aber ich hätte mich auch vertun können und zu der schwimmen können. Aber wir werden jetzt erstmal zu der dort schwimmen. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, sogar noch ein drittes Mal den Bug zu benutzen, dass wir, sag ich mal, also dreimal hintereinander paddeln. Wäre praktisch. Das würde nämlich heißen, dass wir um einiges schneller sind. Ich werde jetzt hier zwischendurch mal immer so einen Schritt nach vorne machen auf dem Boot, in der Hoffnung, dass wir nicht mehr hier runterpurzeln. Aber jetzt im Moment stehen wir ja ziemlich weit vorne auf dem Boot, sollte also nichts passieren, theoretisch gesehen.
Hier sind wir wieder bei dieser Boje. Und ich wollte auch noch googeln, beziehungsweise im Internet nachschauen, was diese Boje zu bedeuten hat. Ob das jetzt wirklich irgendwie die Mitte der kompletten Insel, des kompletten Spielbereiches ist. Oder ob das irgendwie nur einen bestimmten, ob das einfach irgendeine bestimmte Bedeutung hat. Das frage ich mich wirklich. Oder halt, ob das einfach nur so ein random Bereich ist, wo man halt unten eine Menge versunkene Boote und Flugzeuge und sowas findet. Oder einfach nur irgendwelche bösen Tiere. Beides wäre möglich. So, jetzt sind wir wieder fast bei unserer Heimatinsel. Und ich wundere mich schon, wir haben länger kein Hai mehr gesehen. Und ich glaube, ich sollte das nicht zu laut sagen, denn nachher kommt von hinten einer angeflogen oder so. Ich hoffe nicht. Überleben wir es? Ja, wir haben es überlebt. Sehr gut. Nur so ein komischer Rochen ist da irgendwie unter Wasser gewesen. So, jetzt werden wir weitermachen mit unserem Haus. Wir haben ja 16 Stück dabei. Die Kokosnüsse schmeiße ich mal mit hier auf den Haufen. So, ich wollte schon Haus sagen, warum auch immer. Das Feuer brennt auch Ewigkeiten lang. Den Hammer nehmen wir mit. Und die Lashings nehmen wir auch nochmal mit, 2 Stück. Weil wir möglicherweise, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch oder wieder eine weitere Leiter bauen können. So. Sehr schön. Sehr schöne Übersicht haben wir von hier aus. Da haben wir doch den ersten Hai in der Folge. So, 1, 2, 3, 4. Und daneben dann 1, 2, 3, 4. Und nein, nicht die Axt, sondern den Hammer. Die Foundation, die platzieren wir. Ich sagte, die platzieren. Nein. Da, hallo. Machst du jetzt mal hier, hallo, da hin? Bist du dumm? Aua. So, geht doch. Und jetzt brauchen wir wieder. Oh, natürlich fehlt uns genau ein Stick, um die ganzen, die ganzen Supports hier richtig dran zu machen. Aber naja, was soll's, dann holen wir uns demnächst eben einige Sticks mehr. So, die Axt hält nochmal eine Runde. Also noch einmal hier zu der Insel hin und zurück. So. Und wir sind mittlerweile schon so hoch, dass wir die ganzen Sounds aus dem Spiel nicht mehr hören. Wir hören kein Wasser, wir hören kein Feuer, keine Vögel, einfach gar nichts. Es kann entspannt sein, hier gerade schön auf diesem Turm zu sitzen und einfach nur diese Aussicht zu genießen. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Der Hai da ist gerade irgendwo verschwunden. Soll mir recht sein, ich habe nichts dagegen, wenn die Haie einfach verschwinden. Also bei der Insel waren wir bisher. Und bei der Insel waren wir bisher. Oder war es die? Ne, ich glaube die da und die da. Da waren wir bisher. Auf der Insel dort vorne müssen wir jetzt in der nächsten Folge noch einmal hin und alles abgrasen. Ansonsten auf der Insel haben wir nichts mehr. Die ist schon komplett leer, die Insel. Der Schatten unseres Turmes ist schon ziemlich hoch. Und unser Turm genauso. Ja, ich würde dann sagen, vielen Dank fürs Anschauen und in der nächsten Folge paddeln wir dann mal darüber erneut, holen uns noch ein bisschen Holz und können dann in die nächste Etage hinaufklettern. Und wir sind schon so hoch, dass die Kokosnüsse da unten wegspawnen, dass sie ausgeblendet werden. Finde ich cool. Den schönen Sonnenuntergang werde ich euch jetzt hier zum Abschied noch gönnen. Und wie gesagt, ich bedanke mich fürs Anschauen und sage euch dann einmal Tschüss und bis zur nächsten Folge.